Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4. Ja, immer noch Jagdschiff, weil wegen Missionsziel. Was bist du? Du müsstest ein Schoner sein, ja. Da hinten, das könnte ein Jagdschiff sein. Ja, eine Brick. Oh Mann, bist du ein Jagdschiff? Ein Schoner. Eine Brick. Seesegel einholen! Rahmsegel einholen! Zieh! Eine Brick. Eine Brick. Du warst ja ein Schoner, ne? Du warst auch eine Brick. Segel bergen! Du könntest. Nee, du bist auch eine Brick. Schoten dicht, halbes Segel! So, ich will da auf jeden Fall an Land gehen. Alle so. Segel raffen! Bergen! Alle Segel bergen, Männer! Da muss ich nicht so weit schwimmen. Ja. Der Captain geht schwimmen! Ja, das war eigentlich relativ gut geparkt, würde ich behaupten. Ich habe nämlich das Animus-Datenfragment gesehen und wenn wir schon da sind, dann können wir das natürlich auch mitnehmen. Ist ja nur eins. Und das hier nehmen wir auch mit. So, ein bisschen Metall. Oh, aber ich sollte jetzt wirklich aufpassen, dass ich... Ich sollte mich jetzt auf dem Weg oder auf die Suche nach einem Jagdschiff machen. Wäre jetzt unvorteilhaft, wenn ich irgendwie zwei Metall bekomme und sie sich denken, haha, nee. Ich will das nicht nochmal spielen. Ich bin nicht so der Fan von den Seeschlachten. Das... Captain ist am Steuer. Was bist du? Schoner. Eine Brick. Eine Brick. Na, das war ja das Wrack. Du müsstest auch eine Brick sein. Du müsstest ein Schoner da hinten sein. Was? Ein Kanonenboot bist du sogar, okay. Okay. Was bist du da hinten? Ein Schoner. Mann. Bring die Hauptsegel in den Wind. Ich will doch nur ein Jagdschiff haben. Das könnten. Kriegsschiff. Oh boy. Auf Wiedersehen. Alle Segel klar zum Setzen. Und das müssen Brick sein, ja. Okay. Du müsstest eine Brick sein, du bist ein Jonah, okay. Aber gegen das Kriegsschiff. Nein! negativ. Nicht kämpfen. Das ist so. Ja, das wäre dann so Kopf gegen die Wand und so. Ein Schoner, eine Brick. Da bist du auch eine Brick. Gibt's hier wirklich keine Jagdschiffe? Das ist doch wohl die Höhe. Du bist ein Schoner, ein Kanonenboot. Oh Mann, oh. Ich tue euch nichts. Ich suche ein Jagdschiff. Bist du da hinten ein Jagdschiff? Du bist ein Schoner, ne? Ja. Du müsstest auch ein Schoner sein. Ja. Oh Mann. Ach, hier sieht man dann auch, ob man schon alles... alles erkunde. Das ist, glaube ich, böses Gebiet. Was bist du, eine Brick? Du interessierst mich gerade auch nicht. Ich will ein Jagdschiff finden, verdammt. Wenn das jetzt länger dauert, dann schneide ich das, bis ich eins gefunden habe. Ich suche jetzt noch 2 Minuten. Nee, ich suche jetzt noch bis 7 Minuten. Ungefähr, Pi mal Daumen. Nehmen das Animus-Datenfragment mit.
Wir segeln genau aufs Land zu, Sir. Nein, tun wir nicht. Wiederholen und aufgreifen. Hauptsegel rein. Genau aufs Land. Oh boy. Wehe, das Schiff fährt jetzt weg. Und wehe, das da hinten ist jetzt ein Jagdschiff. Das ist nämlich keine Brick. Aber ich glaube, das ist ein Schoner. Müsste eigentlich so sein. Was ist das da hinten? Du bist auch eine Brick, ne? Manno. Ich habe das jetzt mit Absicht nicht mitgenommen, weil ich ja Angst habe, dass ich da jetzt Metall finde und sich dann mein Spiel sagt, hey, du hast Metall gefunden. Such das Jagdschiff später. Weil, ist halt nun mal so. Gut. Dann suchen wir jetzt noch so 2 Minuten das Jagdschiff, falls wir es nicht finden. Captain steuert selbst. Guck mal, du bist eine Brick, du bist ein Schoner. Was bist du da hinten? Du bist auch eine Brick, das ist doch... Segel setzen, Bewegung! Das ist doch wirklich zum Mäusemelken. Setz Top-Rahmen und Marssegel! Da will man ein spezielles Schiff plündern oder man muss es und dann findet man es nicht. Ach, das ist... Okay, das ist ein Überlebender. Komm, den nehmen wir auch mit. Ja, ja, ich habe dich gesehen und nehme dich auch mit. Da war was. Das habe ich gesehen. Da sollte ein Schiff sein. Ein Kanonenboot. Du interessierst uns auch nicht. Du müsstest eine Brick da hinten sein. Ja. Oder kommt das erst später und ich mache mir unnötig den Aufwand? Du hast Holz geladen, das interessiert uns nicht. Du hast Rum geladen, das interessiert uns auch nicht. Was hast du geladen? Du hast Stoff, Holz. Dich sehen wir nicht, okay. Was bist, du warst ja Rumzucker. Das könnte ich eigentlich auch auseinandernehmen. Ich meine, wenn ich schon suche, dann... Rumzucker, schwere Kugel, Mörsergeschosse. Ich schneide nicht und... verheiz jetzt einfach ein Ding und später dann, wenn... ich mir denke, okay, jetzt passt, dann du hast Metall geladen. Dann reiche ich's nach. So. Eine Brick mit Metall und Stoff, aber du hast mehr Metall geladen, also nehmen wir dich auseinander. Wertes Brickchen. Also ich sehe da jetzt irgendwie rein zufällig so ein Schiff. Du müsstest auch eine Brick sein. Ja, du bist auch eine Brick. Bist du jetzt? Ja, du bist meine Metallbrick. Ein Schoner. Und Feuer! Feuer! Auf dein Zeichen, Captain! Und Feuer! Wenden! Klippen direkt voraus! Ups! Okay, das war jetzt nicht so optimal. Du entkommst mir nicht. Feuer! Und Feuer! Achtung! Wow. Wir haben uns, Captain! Bam! Voll ins Schwarze. Der war eigentlich nicht schlecht. So, dann ein bisschen langsamer, wieder ein bisschen schneller. Und weiter. Bin ich nicht?
müssen diesen Bereich neu aufbauen. Da ist die Schwachstelle! Bereit machen für Aufschlag! Zack! Feuer! Einfach drauf. Und Feuer! Weiter. Aber ich sollte natürlich auch versuchen, auf den Rumpf zu zielen, ne? Das wird sie versenken! Feuer! Erwacht! Alle Segel, Bewegung! Und. Feuer! Bisschen langsamer und. Feuer! Ja, Captain! Eine Salve, genau da! Ja, da, so! Wir brauchen zwei und einen sicheren Ankerplatz für die Reparatur! Feuer! Nein, nein, tue ich nicht. Schieß dahin, Sir! Feuer! So, habt ihr gesehen, dass ich euch nicht in Stücke reiße? Mein Gott! Zack! Springt jetzt, wenn ihr Zack! Eure Leben heute retten wollt. Das war jetzt eigentlich nicht geplant. Aber hey. Na, komme ich da irgendwie hoch? Ungefähr da, oder? Ja, da komme ich hoch. Sehr schön. Und dann fehlen noch zwei. Und da fehlt noch einer. Und weg. So. Jetzt gucken wir mal, ob wir dann an das Jagdschiff kommen oder nicht. Nee, Checkdoor reparieren. Die Weide ist doch schon ordentlich ramponiert. Vor allem, ich bin auch doof und hab halt nicht. So eine Keilerei, bei Gott. Wie stehen wir da? Ein guter Fang, kein Zweifel. Jetzt sollten wir uns besser zurückziehen und uns Anonymität erkaufen. Einverstanden. Also, wie werden wir unseren schlechten Ruf wieder los? Mit Geld, Bursche. Ein hübsches Sümmchen an den richtigen Beamten und die Marine lässt dich in Frieden. Gut, dann tun wir das noch. Ich muss diese guten Samariter ja irgendwann kennen. Gut mitgedacht. So, das sollte doch so ein Jagdschiff sein. Zu feuern, Sir! Feuer! Bereit zu feuern! Eine Salve genau da rein! Feuer! Die nehmen wir jetzt auseinander. Das wird sie versenken! Feuer! Die sollen nicht. Feuer! Die da ist diese Schwachstelle! Feuer! Die wissen nicht, wie ihnen geschieht. Feuer! Die rammen uns eh nicht. Feuer! Bis dahin, Sir! Feuer! Haben Schaden genommen! Alle außer Großberg! Habt ihr es gesehen? Zack, und wieder drauf. Mehr Segel, alle Segel! Das soll Piratenjäger sein. Dass ich nicht lache, ohne Witz. Das war ja mal gar nichts. Du solltest jetzt ein Jagdschiff sein, hoffe ich. Und entern. So. Zwei weg. Noch einer weg. Noch einer weg. Noch einer weg. Noch zwei weg. Und noch einer weg.
Na, komm. Bevor sie überhaupt da sind, zack, einfach alles weggemeuchelt. Ah, genial. Was soll mit dem Schiff geschehen? Ja, die Jackdaw wollen wir natürlich erstmal repariert. Und hoffentlich haben wir jetzt das Jagdschiff besiegt. So von wegen, ob sie das Missionsziel da geschafft. Dankeschön. Danke. Wir haben aber ganz schön viel erbeutet. Was hast du so geladen? Oh, Holz und Metall, das interessiert uns gerade nicht. Geht weg, ich interessiert uns nicht. Ach, jetzt kapiere ich das. Wenn ich quasi gesucht werde, gibt es Jagdschiffe. Ah. Das ergibt Sinn. Hat aber lange genug gedauert, dass ich das irgendwie mitbekommen habe. Oh boy. Ich würde sagen, die Gefahr ist vorüber. Nein. Fest, andocken. Andocken. Alle Segel bergen. Dankeschön. Und einmal rüber. So. Und jetzt müssen wir mit dem hier labern. Und dann dürften wir eigentlich auch Freizeit haben. Und willst du in Frieden leben, mein Freund? 200, ernsthaft. Dann kaufen wir uns mal noch neue Kanonen. Mit Schluck auf. So. Geld dürfen. Ja, oh, wir haben so viel Geld. Wir haben so viel Geld. Wow, oh, das kostet aber auch. Holy. Dann kaufen wir uns mal Breitseitenkanonen. Können wir uns sonst noch irgendwas kaufen? Ach, Hauptaussehen, was kann man da? Ach, das sind halt so. Ah, Guardionsfiguren und so weiter. Das ist auch nicht schlecht. Aber jetzt sind erst einmal die Kanonen das Wichtige. Dann können wir mehr austeilen. Du bist ein Künstler, Kenway. Du hast Talent für solche Arbeit. Wenn es Spaß macht, ist es keine Arbeit. Humbug. Aber ich mache das nicht ewig, Leute. Nur bis ich genug Geld habe, um zu Hause Land und Einfluss zu kaufen. Mein Gott, hör dir dein Gefasel an. Träumst immer noch von deiner Dirne daheim in England, wo du hier jedes Weib haben könntest, ohne Probleme. Ah, welch hehre Ziele ihr doch habt. Und ich dachte, ich wäre in der Gesellschaft von Höllenhunden. Das war ein guter Tag. Wie ist die Stimmung? Zahnlose Grinsebacken. Ein paar reden davon, sich mit Master Kid zu treffen, um eine Plantage zu überfallen. Eine Plantage? Das ist gewagt. Und profitabel, wenn wir Erfolg haben. Ei. Eine gute Idee. Aber das will ich nicht jetzt machen. Wir haben die 50 Säcke Zucker nämlich auch geplündert. Die haben wir schon davor. Ah, genial. Nein. Captain steuert. Würdest du... Wo bleibt der Junge mit dem Handwerk? Würdest du bitte... Öffnet die Hauptsegel! Haltet kräftig dagegen! Nein, würdest du bitte... Würdest du bitte andocken? Hallo? Hallo? Vieren und Fahrt aufnehmen! Locker trimmen, alle Segel einholen! Würdest du da bitte... Öffnen und trimmen! Einholen! Einholen! Herr Segelmänner! Lasst uns Fahrt aufnehmen! Alle Segel reffen! Ich will da andocken. Zum Stillstand! So, dann halt so. Mein Gott. Und wer du...
I don't care. So, jetzt erst einmal. Wir können ja sowieso mit dem Schiff zurück zum Schiff. Klingt komisch, sollte aber richtig gewesen sein. Ja, jetzt erst einmal das ganze Zeug hier abholen. Aber Leute, das ist auch schon wieder im nächsten Part der V. Ich hol mir noch kurz den... lass mich lügen. Ich hol mir noch kurz den Aussichtspunkt. Natürlich, wenn er hochklettern würde. Dankeschön. Gut. So. Muss ja mal gucken, wie das mit dem Sound auch ist. Da nehme ich jetzt mal so drei Parts probehalber auf. Dann könnte es ja sagen, also ein Part wird es noch geben hier mit dem ganzen Nebenstuff. Wird auch nur ein Part. Also, wenn das länger wird, dann wird es halt länger. Mein Gott, kann man auch nichts machen. Und eingetaucht, sehr schön. Ist auch eine relativ kleine Insel, also das sollte doch in einem Part drin sein. Mit sogar einem Brief und... wie vielen Aufträgen? Nur zwei, okay. Gut, Leute. Aber das war's jetzt für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zugucken und würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal hier an Ort und Stelle bei Let's Play Assassin's Creed 4. Bis dahin, ciao, ciao.